Guten Tag und ganz herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem abschließenden Bundesliga-Heimspiel in diesem Kalenderjahr am Samstagabend 18.30 Uhr gegen Bayer Leverkusen. Ich begrüße dazu unseren Trainer Mirko Slomka, sage Ihnen und euch einen schönen guten Tag. Wir haben in den vergangenen Tagen bereits hingewiesen auf unser neues Jahrbuch. Vielen Dank für die redaktionellen Hinweise, die bereits getätigt wurden. Wenn jemand noch ein bisschen Platz hat und kann das unterbringen, wir sind sehr verbunden. Ist ab sofort im Verkauf in unseren Fanshops, aber auch in Büchereien, Supermärkten und an Tankstellen zum Preis von 6,96 Euro. Ist gemeinsam entstanden mit unserem Partner Nordmedia. Auch diesmal, so denke ich, wieder ein sehr schönes Ergebnis, eine tolle Übersicht über unser Jahr, in dem ja emotional wirklich viel los war. Wenn ihr dafür Verwendung habt, wenn Sie es unterbringen können, wären wir sehr verbunden. Samstagabend, Spiel gegen Bayer Leverkusen. Trainer, wie sieht's aus bei unserer Mannschaft? Was kannst du berichten? Ja, schönen guten Tag. Es gibt von meiner Seite gute und schlechte Nachrichten. Fangen wir mal mit den nicht so guten Nachrichten an. Das ist so, dass der Alte ihn heute nicht trainieren konnte aufgrund von Adduktorenproblemen. Wir hatten ihn gestern schon ein bisschen bremsen müssen im Training. Heute mussten wir ihn ganz rausnehmen. Und wir haben auch ein bisschen Schwierigkeiten momentan beim Steve Cherundolo, der heute auch nicht voll sprinten konnte. Somit zwei angeschlagene Spieler. Gute Nachricht, Christian Panda hat heute wieder trainiert. Manuel Schmiedebach hat heute wieder trainiert. Und ich kann auch heute schon festlegen, dass der Markus Miller am Samstagabend für uns wieder auf der Bank sitzen wird als zweiter Torhüter. Ihre und eure Fragen zum Spiel am Samstag. Andreas Willeke macht den Anfang, dann Jörg Grusendorf. Direkt die Nachfrage, warum jetzt Markus Miller und nicht Samuel Rattlinger? Was hat dich bewegt, den Markus jetzt schon zurückzunehmen? Ich habe ja schon eigentlich an seinem ersten Trainingstag gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass er gar nicht weg war, so wie er gespielt hat, so wie er gehalten hat. Und das hat sich bestätigt jetzt auch in den Trainingseinheiten. Und deswegen hat er es verdient, aus sportlichen Gründen auch dabei zu sein. Der Moa hat vorhin ziemlich gehumpelt. Gibt es da Probleme? Oder? Moa hat einen Schlag bekommen, ja. Ich hoffe, dass es da keine Probleme gibt. War ziemlich am Ende des Spiels, kriegt jetzt eine Behandlung gerade. Und ist so ein bisschen Bluterguss entstanden, eine Wadenmuskulatur, aber ich denke, das kriegen wir hin. Kannst du Leverkusen, die Mannschaft, ein bisschen einschätzen und vielleicht unter Berücksichtigung von Michael Ballack auch, welche Rolle spielt er jetzt für dich in der Mannschaft? Naja, das auf Michael Ballack zu fokussieren, halte ich für etwas kompliziert. Also nicht umsonst haben sie frühzeitig die Qualifikation für das Champions League Achtelfinale geschafft. Also eine sehr spielstarke Mannschaft mit vielen, vielen Kurzpässen, einer sehr guten Ordnung und einer hohen Kontrolle innerhalb der 90 Minuten. Dazu kommt noch, dass sie ja nicht nur jetzt aktuell die beste Auswärtsmannschaft sind, sondern auch in der letzten Saison ja schon die beste Auswärtsmannschaft waren. Wir erinnern uns hier noch an dieses Tor in der 92. Minute, das wir hier kassiert haben zum Ausgleich. Das ist eine Mannschaft, die wirklich großartig technisch starke Spieler in ihren Reihen hat, sehr offensiv orientiert und auch Michael Ballack, sei es nun als einen Doppelsechser oder auch als Spieler hinter einer einzelnen Sturmspitze, hat in den letzten Wochen, glaube ich, das Heft ziemlich in die Hand genommen, war sehr präsent, wie ich finde, auf dem Platz, Torgefahr ausgestrahlt und das ist ja das, was wir auch von ihm kennen, als er noch Nationalspieler war. Aber die Mannschaft insgesamt ist einfach stark. Ja. Immer nur beide Außenspieler, Schürrle und auch Sidney Sam auf der anderen Seite. Beide mit hohen Qualitäten aus der Distanz. Super Abschlüsse, hohe technische Fähigkeiten. Aber es ist auch in diesem Spiel so, dass wir Heimrecht haben. Und dass wir natürlich auch hier und da ein bisschen was rausgefunden haben, was jetzt Bayer Leverkusen vielleicht nicht so sehr auszeichnet. Nämlich zum Beispiel die Anzahl der vielen Torschüsse durch Gegner und natürlich auch die
etwas überraschende Konteranfälligkeit, die sie gezeigt haben im Laufe der Saison. Immerhin gab es durch Konter schon 7 Gegentore und das ist ja bekanntlich eigentlich eine Stärke von uns. Vielleicht passt das ganz gut zusammen. Weitere Fragen? Keine Wortmeldung mehr? Doch. Jetzt mal so versuchen. Die letzte Pressekonferenz, die ich mit Ihnen miterlebt habe, das war die in Lüttich. Trotz des Weiterkommens waren Sie da ein bisschen angefasst oder haben Sie auch ein bisschen kritisiert oder eingekreist gefühlt. Sie haben, glaube ich, so den Kernsatz gesagt, es läuft nicht ganz rund, so haben Sie es, glaube ich, zusammengefasst. Hat sich möglicherweise seitdem mit Blick auf das Leverkusen-Spiel wieder etwas geändert und wenn ja, was? Das werden wir sehen gegen Leverkusen. Das ist ein ganz anderer Gegner, also völlig andere Voraussetzungen. Wir spielen zu Hause, wir haben jetzt 2-mal auswärts antreten müssen in Lüttich und in Freiburg. Ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit in Freiburg ein sehr ordentliches Spiel gemacht haben. Leider haben wir, das habe ich damals schon erwähnt, einen ganz wichtigen Spieler nicht über 30 Minuten, mehr als 30 Minuten dabei gehabt, nämlich Manuel Schmiedebach. Der hat uns sehr gefehlt in Freiburg und ich bin sehr sicher und überzeugt, dass wir dann auch in der zweiten Halbzeit anders aufgetreten wären. Aber das ist spekulativ. Ich glaube, dass wir jetzt in dieser Woche schon auch sehr intensiv daran gearbeitet haben, dass wir das durchziehen können, auch über 90 Minuten. Aber wir treffen in diesem Fall auch auf einen Gegner, der ja, uns auf der einen Seite entgegenkommen kann mit seiner spielerischen Stärke und sicherlich mit mehr Ballbesitz. Das bedeutet für uns auch ein gutes Attackieren in den Zweikämpfen. Und das schnelle Umschalten wird uns vielleicht dann auch hier und da eher gelingen, weil wir mehr Chancen dazu haben. Das ist ja auch etwas, was man berechtigt kritisiert hat, dass wir halt nicht mehr so schnell umschalten, nicht mehr diese Qualität haben. Ich fand, dass wir das in der ersten Halbzeit in Freiburg wirklich deutlich besser gemacht haben. Und ich finde auch, wir hätten in Führung gehen müssen, deutlicher in Führung gehen müssen als nur 1-0. Und das müssen wir jetzt am Samstagabend umsetzen, dass wir auch daran anknüpfend über 90 Minuten eine gute Leistung bringen. Herr Slomka, ich habe mal wieder eine zweiteilige Frage. Teil 1. Ist ja nichts Neues. Deswegen sage ich mal wieder. Machen wir erstmal Teil 1 okay. Und dann gucken wir, ob es Teil 2 noch gibt. Teil 1 bitte. Man hat hier zu Hause unter anderem Dortmund, Bayern und Bremen geschlagen. Jetzt kommt Leverkusen. Ist das sozusagen gleiche Atemzug für Sie, also vom Stellenwert her? Und läuten Sie auch so ein bisschen den Weihnachtsendspurt ein? Und Teil 2 der Frage. Das sind ja schon 2 Fragen. Also es war jetzt Weihnachtsendspurt, ja, weiß ich jetzt nicht. Müssen Sie erstmal ganz kurz erklären, was ist denn Weihnachtsendspurt? Naja, man hat jetzt also ja Geschenke einkaufen. Zwei Nein. Heimspiele und dann kommt noch das Auswärtsspiel in Kaiserslautern. Rein theoretisch könnte man ja, wenn man die Saison so beobachtet hat, was ich getan habe, zu dem Entschluss kommen, dass man mit den beiden Heimspielen jetzt sich eine schöne breite Brust besorgen kann für das letzte Spiel dann vor Weihnachten in Kaiserslautern. Also ist ja schon so von der Anmutung her wahrscheinlich nicht ganz falsch. Also so viele Fragen kann ich mir gar nicht merken. Erst mal Leverkusen. Genau, ist Leverkusen einmal. Also Leverkusen ist eine Spitzenmannschaft. Punkt. Genauso wie die anderen Mannschaften, die wir hier zu Hause schlagen konnten. Und das möchten wir natürlich auch gerne am Samstagabend probieren. Mit aller Macht und mit aller Kraft und mit aller Wucht, die wir haben. Und natürlich auch mit unseren starken Fans im Rücken. Es ist sicherlich ein Highlight-Spiel für uns auch am Samstagabend. Gehen wir mal weiter, auch dann mit Blick auf Kaiserslautern. Ich weiß jetzt die Statistik nicht ganz genau, aber ich glaube, es ist ganz lange her, dass Hannover 96 den letzten Spieltag vor der Winterpause gewonnen hat. Es wird Zeit. Und wir werden alles tun, das Spiel jetzt zu gewinnen, auch das Spiel gegen Poltawa siegreich zu gestalten und natürlich auch in Kaiserslautern Dreier zu holen. Dafür werden wir alles tun. Und ich werde die Spieler auf den Platz bringen, die zu diesem Zeitpunkt, an diesem Tag oder am Tag davor im Training mir gezeigt haben, Trainer, auf mich kannst du dich verlassen. Ich gebe Vollgas. Habe ich einen Teil vergessen? Weihnachtsendspurt? Nein, ich habe noch keine Geschenke gekauft. Und ich weiß auch nicht, wann ich das tun kann. Möglicherweise, keine Ahnung, in Kaiserslautern, ich habe keine Ahnung. Besser nicht. Schuhe. Herzlichen Dank, das war jedenfalls großartig, die Antworten. Jetzt hätte ich aber gerne noch den zweiten Aspekt, den ich noch
beantwortet hätte gerne. Ist ja nun mittlerweile bekannt, dass morgen ein Gespräch stattfinden soll. Stichwort Personal, Offensivabteilung. Mit welchen Vorstellungen gehen Sie denn da rein in das Gespräch? Also ich weiß nicht, woher Sie wissen, dass es morgen um Personal gehen soll. Ich habe eine komplett andere Vorstellung von diesem Gespräch. Wir haben eine Menge Themen zu besprechen und zu bearbeiten. Und dazu werden wir morgen die Gelegenheit haben. Ob es dann auch um Personal geht, keine Ahnung. Ich habe ja eine Mannschaft hier zur Verfügung, die funktioniert. Und wenn wir die Chance haben, uns noch zu verbessern, gerne. Aber das ist ein Thema, das kann ich nicht beantworten. Das ist ja auch eine finanzielle Frage. Silke Tobias vom NDR. Hannover 96 hat jetzt ja 5 Spiele in Folge nicht gewonnen. Merkt man jetzt so langsam, dass man Doppelbelastung oder Dreifachbelastung, die am Anfang da war, auch irgendwo lernen muss, egal wie fit die Mannschaft ist, aber dass das doch ein bisschen mehr zugehört? Und sehnt man dann doch so ein bisschen die Weihnachtspause jetzt herbei? Also man muss das, glaube ich, sehr differenziert beurteilen. Das wird jetzt aber sehr lange dauern. Ich nehme nur mal ein Beispiel. Nehmen wir mal Christian Panda. Christian Panda hat jetzt, glaube ich, 24 Spiele gemacht. Das ist für einen Spieler, der vielleicht im Jahr davor, weiß ich nicht, 4 gemacht hat, ich glaube, das ist nicht auf dem Zettel, eine ganze Menge mehr. Und dass man dann irgendwann ausgelaugt ist, das ist, glaube ich, normal. Trotzdem finde ich, dass wir hier nach Ausreden suchen, die unpassend sind. Das habe ich auch der Mannschaft gesagt. Jeder Spieler hat das Recht, zu mir zu kommen und mir zu sagen, Trainer, ich bin platt. Suchen Sie besser den, der auf meiner Position eine Top-Leistung zeigen kann. Ich kann momentan nicht das abrufen, was ich vielleicht normalerweise imstande bin. Meine Tür ist auf. Aber ich kann mich nicht hinterher hinstellen und sagen, boah, das ist jetzt ganz schön viel gewesen. Das muss ich schon vorher sagen. Und ich glaube, dass wir unsere Dosierung im Training schon so durchgeführt haben, dass jeder seine Top-Leistung abrufen kann. Und wenn nicht, erkennen wir das hoffentlich im Training und werden dann die richtige Entscheidung treffen. Aber ich finde schon, dass wir einen Kader haben, der groß genug ist, um diese Belastung auszuhalten, auch durchzuziehen. Ich finde, dass wir jetzt ja auch eine Woche hatten eines normalen Trainingsprogramms und dann haben wir am Donnerstag das Spiel gegen Poltawa und spielen dann erst wieder am Sonntag. Also genügend Zeit zu regenerieren dazwischen und dann haben wir ja sowieso auch ein paar Tage Weihnachtsurlaub. Also ich finde, wir sollten das jetzt durchziehen und nicht nur sagen, wir müssen uns durchbeißen. Nein, durchziehen. Bis zum Ende und dann gibt es eine Pause. Die hat dann auch jeder verdient. Das Dumme ist dabei, dass natürlich auch nicht nur diese internationalen Spiele von uns dazukommen und wir dann ja auch Regenerationsmaßnahmen machen können in so einer Länderspielpause. Wir haben auch noch Spieler, die vielleicht beispielsweise wie Didier, der dafür ja nichts kann, der in der Vorbereitungszeit verletzt war und dann es schwer hatte, wieder ranzukommen an die Mannschaft, auch in diesen Phasen, wo wir hätten vielleicht einen Aufbau betreiben können, geht er dann zur Nationalmannschaft und muss halt dann auch dort trainieren und teilweise ja auch mit wenig Einsatzzeiten rechnen. Das ist das, was uns ein bisschen nachhängt. Das ist ja beim Didier so, das ist Didier auch lange angeschlagen. Das betrifft ja einige Spieler, die jetzt vielleicht diese ganze Phase gar nicht mitgemacht haben. Erstaunlicherweise die Spieler, die jetzt überhaupt keine Verletzung hatten in der Zeit, die bringen ihre Leistung, die ziehen durch. Ich habe noch kein schlechtes Spiel von Emanuel Pogatetz gesehen. Er war auch noch nicht verletzt. Also man muss auch ein bisschen zäh sein, robust sein, um das durchzuziehen. Du hast jetzt von der Doppel-6 ab und zu mal auf die Raute umgestellt. Ist das nur dem Personal, den Verletzungen geschuldet oder was steckt hinter deinen Überlegungen? Könntest du das mal erklären? Ich will es nicht zu ausschweifend erklären. Das wäre nicht gut, ja, wenn wir mit Blick auf den nächsten Gegner da jetzt zu viel verraten. Wir haben beide Systematiken ja gespielt. Wir haben die Raute jetzt in Freiburg gespielt, natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass wir mehr Power nach vorne haben wollten gegen die Freiburger Mannschaft. Und Herr Schlaufi natürlich sowieso eher, ich sage ja immer 9,5, ist kein richtiger Zehner, auch kein richtiger Stürmer, aber alles, was dazwischen ist, ist halt für ihn genau die richtige Position. Und das kann man von Spiel zu Spiel entscheiden. Und es macht keinen großen Unterschied, ob wir das jetzt als 4-4-2 mit einer Doppel-6 oder mit einer Raute sehen, weil die Spielertypen
ändern sich nicht. Ja, ich kann Jan Schlaunoff auf die 6 stellen, er wird aber nie Sechser spielen, der wird immer ein bisschen nach vorne rutschen. Ich kann sagen, Sergio Pinto, du spielst jetzt irgendwie auf der 10er-Position, ist auch nicht seine Rolle. Ja? Bei uns hat er die Rolle der 6 und das wird er immer behalten. Und somit können wir damit ein bisschen spielen, aber insgesamt ist es wichtig, dass wir das Zentrum verdichten. Zumindest wollten wir das in Freiburg. Und deswegen haben wir diese halben Positionen so besetzt. Florian, das ist aber sehr gegnerabhängig. Mirko, im Training hast du heute beide Systeme spielen lassen. Die zweite Variante dann mit Manuel Schmiedebach. Was hat dir besser gefallen? Beides war gut. Das eine war offensiver, das andere war defensiver. Ich hätte noch eine kleine Bitte. Gestern hat sich in der Champions League Interessantes, wie ich finde, getan. Manchester City und Man U auch sind auf Platz 3 angekommen am Ende. Das bedeutet, dass sie rein theoretisch auch in der Verlosung sind für die Auslosung. Können Sie bitte noch mal kurz beschreiben, was da so in Ihnen vorgegangen ist? Das ist ja eine spannende Konstellation eigentlich, oder? Also grundsätzlich geht es ja sogar um das Bundesligaspiel am Samstagabend, das sollte ich nur mal festhalten. Ganz kurz dazu, natürlich habe ich die letzten beiden Tage in der Champions League verfolgt. Nicht, weil mich jetzt ganz speziell unser nächster Gegner interessiert, weil der wird gelost aus einem Top von 16 Mannschaften. Also da sind ja auch noch die 12 Gruppen Ersten der Euroleague dabei, die ja auch teilweise erst nächste Woche ermittelt werden. Deswegen war jetzt dieses Thema für mich relativ unspektakulär. Aber es war schon interessant zu verfolgen, was es für Ergebnisse gab gestern. Ja. Verdient, kurios, es war alles dabei. Das zeigt aber auch, dass selbst in der Champions League, genauso wie in der Bundesliga oder auch in der Euroleague, die Mannschaften sehr nah aneinander gerückt sind. Und dass man gegen jede Mannschaft auch gewinnen kann. Wir warten mit Spannung auf die Auslosung am nächsten Freitag. Für das Spiel gegen Leverkusen sind bislang 43.000 Karten verkauft. Also im Vergleich zu den vergangenen Heimspielen hier in der AWD Arena gibt es noch Tickets, auch am Spieltag. Am Spieltag. Euroleague auch schon ausverkauft? Nee, gegen Poltawa gibt es auch noch Karten. Ich meine jetzt die nächste Runde, was scheint da spannend zu sein, gegen wen wir spielen. So ausverkauft. Egal wer kommt. Definitiv. Ne? Ich wollte jetzt heute erstmal was zur Bundesliga sagen. Ist gut. Aber ich stehe in der kommenden Woche für solche Anfragen gerne zur Verfügung. Ich denke, du auch. Die Fanshops öffnen am Samstag 11 Uhr hier an der AWD Arena, in der City Fanshop am Kröpke schon um 10 Uhr. Dort gibt es Karten und die Tageskasse öffnet dann um 16.30 Uhr. Aus Leverkusen erwarten wir etwa 800 Fans und am Spieltag selbst eine ganz schöne Aktion, die wir sehr gerne unterstützen für Team Spirit Island. Werden rund um das Stadion an den Eingängen 96 Engel unterwegs sein, die Spenden sammeln für das Kinderkrankenhaus auf der Bult. Machen wir sehr gerne und hoffen, dass da eine schöne Summe zusammenkommt. Vielen Dank soweit. Mirko, danke Ihnen und euch und dann sehen wir uns Samstag hier. Bis dann.